So, das Wort, das mich in den letzten 10, 15 Jahren begleitet, ist euch sicherlich sehr bekannt. Das ist in Jesaja 60, 1 bis 3. Und irgendwie immer, wenn ich mich vorbereite auf einen Gottesdienst, da komme ich nicht umhin und merke, das ist immer noch zentral. Mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Licht ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Und dann noch etwas weiter, aus dem Kleinsten sollen 1000 werden und aus dem Geringsten ein mächtiges Volk. Ich, der Herr, will es zu seiner Zeit eilends ausrichten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich interessiert immer, wie kann die Kraft Gottes am besten durchkommen? Und dann schauen wir natürlich in die Apostelgeschichte und da gehört für mich die Ausbreitung der Gemeinde in der Apostelgeschichte zu den größten Wundern, die wir je in der Geschichte überhaupt erlebt haben. Wir müssen uns das mal vorstellen. So die frühe Gemeinde, die musste sich mit einem feindlichen Umfeld auseinandersetzen. Götzendienst, Synkretismus, philosophisches Denken, diese ganze Kultur, die dort einfach gegen das Reich Gottes stand. Aber es hinderte sie trotzdem nicht, die ganze Städte und Landstriche einfach zu verändern und zu transformieren. Und ich frage mich, wie konnte die Gemeinde so effektiv sein? Wie konnte das sein? Weil irgendwie die Effizienz der Gemeinde, die war durch überhaupt nichts begrenzt. Die Gemeinde, die wuchs explosionsartig. Das war wie eine Modellgemeinde, die alles in sich trug, was wir uns für die Gemeinden in der heutigen Zeit erträumen. So, das war keine theologische Fiktion. Diese Gemeinde, die hatte eine geistliche Autorität, die so stark war, dass sie der Welt nicht widerstehen konnte. Da war eine kleine Gruppe von 120 Menschen, die wächst am Ende des Tages auf 3000 Mitglieder heran. Und innerhalb eines Jahres verdreifacht sich die Größe der Gemeinde und wächst auf 10.000 Menschen, überleg mal. Und bei einigen Kirchengeschichten ist es so, dass sie davon ausgehen, dass die Gemeinde zur Zeit des Stephanus schon auf 20.000 Mitgliedern angewachsen war. Also merkwürdig, trotz der Verfolgung der Gemeinde wuchs sie kontinuierlich. Es gab Gemeinden, die hatten über 50.000 Mitglieder, so zum Beispiel die Gemeinde in Ephesus. Apostelgeschichte 19 berichtet von der Gemeinde, dass Paulus dort 2 Jahre lehrte und dort wohnte. Und diese Zeit, die reichte aus, um die ganze Stadt einfach mit dem Evangelium zu durchdringen. Ja? Also das ist ein gutes Vorbild, oder? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber für mich ist das ein Vorbild. Ja, die Götzenmacher verschwanden, Spielhöllen verschwanden, Pornokinos verschwanden, Trinkhallen verschwanden und die Menschen mussten sich einfach bekehren und das möchte ich sehen, oder? Und solange ich im Reich Gottes unterwegs bin und wir haben viel gesehen und auf und ab und viele Wellen und Bewegungen, aber ich habe nicht aufgehört, einer Sache zu träumen, dass die Kraft Gottes in unsere Städte und in unser Land durchkommt und wir Erweckung sehen. Das ist das, was Gott tun möchte. Und was würde passieren, und damit beschäftige ich mich, wenn wir als Gemeinde so eine Vollmacht hätten? Was würde passieren und was müssten wir tun? Und meine Frage war, warum hat die Gemeinde so eine Autorität gehabt? Warum konnte sie diesen Zeitgeist, man nennt das diesen griechisch-hellenistischen Zeitgeist, warum konnten sie einfach ihn so vollmächtig und voller Autorität überwinden? So, wir haben natürlich eine Antwort und wir wissen natürlich, schau mal Apostelgeschichte 2, da war die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und natürlich, und das stimmt, es war die Ausgießung des Heiligen Geistes, aber irgendwas fehlte da noch. Und ich habe geforscht und überlegt, was war das noch? Was war die Substanz der Autorität? Da kamen wie 2 Komponenten zusammen. So, wir wissen das, dass die Gemeinde der Apostelgeschichte eine jüdische Gemeinde war. Und ich nenne sie eine Gemeinde mit dem Geist der Söhne Zions. Und die Kennzeichen ihrer jüdischen Identität, sie folgten einem jüdischen Messias, sie akzeptierten die Autorität jüdischer Apostel, ihre Werte, Lebensstil und Weltsicht waren jüdisch geprägt, sie feierten die ersten 4 Jahrhunderte jüdische Feste. Also
sie waren multikulturell, international, aber ihrem Wesen nach war sie jüdisch. Und das war so, als ob zwei Komponenten zusammenkamen. Dieser Geist des Zions, dieses jüdische Erbe und die Kraft des Heiligen Geistes. Und das hat irgendwie diese Explosion hervorgebracht und diese einzigartige Vollmacht und Autorität. Und ich nenne das oft so, ich sage, dieses jüdische Erbe war offensichtlich der Saft, woraus die frühe Kirche ernährt wurde. Und durch die Geistausgießung in Jerusalem eine besondere Kraft bekommen hat. Ihr Lieben, ich sage das, weil es geht nicht einfach darum, Israel jetzt zu lieben oder Israel-Fan zu sein. Ich weiß, wir sind da sehr empfindlich in diesen Bereichen, sagen, oh weia, jetzt geht es irgendwie in diese Richtung. Sondern es geht auch nicht um jüdische Kultur und drei Israel-Fahnen mehr oder weniger und fünf Shofarbläser oder irgendwie sowas. Ihr Lieben, darum geht es nicht. Aber es geht um einen neuen Geist. Es geht um einen zerbrochenen Geist. Eine Gesinnung irgendwie, die Gott uns geben möchte. Etwas, was wir neu entdecken müssen. Das war etwas ganz Entscheidendes für uns als Gemeinde. Ich glaube, dass der Heilige Geist dabei ist, weltweit eine geistliche Armee zu erwecken. Und irgendwie eine Armee, die ihre jüdischen, christlichen Wurzeln wieder entdeckt. Ist sogar so, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass Gemeindewachstumsexperten sagen, dass Gemeinden nur noch wachsen, wenn sie die jüdischen Wurzeln ihres Glaubens annehmen und die Erwählung Israels segnen. Wenn sie das nicht tun, dann nimmt das langsam ab und wird immer weniger. Sie verlieren ihre Vollmacht und Kraft in dieser Zeit. Aber die das tun, die das entdecken, das sind die Gemeinden, die wachsen. Das ist ganz interessant. So, wenn ich nach Lateinamerika schaue, so, wir sind seit vielen Jahren mit Lateinamerika gebunden, verbunden mit Kolumbien, mit Argentinien, mit Ecuador, wo es sehr große Gemeinden gibt. Und du siehst überall, wie sie anfangen, auf einmal ihr jüdisches Erbe zu entdecken. Ich gehe in einigen Wochen nach Brasilien, um dort auf einer Konferenz zu sprechen. Und Brasilien gibt die größten Gemeinden der Welt. Und sie sind die, die das jüdische Erbe neu entdeckt haben. Irgendwie scheint es so, dass der Heilige Geist die Gemeinde neu bevollmächtigt, Autorität in dieser Zeit zu geben. Und dazu ist sie dabei, etwas ganz Wichtiges zu lernen. Und ich habe das so genannt, ich habe darüber ein Buch geschrieben, sie lernt es, die Decke des Schweigens zu zerbrechen. Und ich möchte ein paar Sätze darüber sagen. Schaut mal, wir haben gerade gesehen in Jesaja 60, dass diese Decke, die Nationen bedeckt, irgendwie auch real ist. Es wird eine Decke der Finsternis genannt und das Wort Gottes sagt, mach dich auf, werde Licht, das ist unser Auftrag, dass seine Herrlichkeit durchkommt. Und manchmal kommen so Strahlen seiner Herrlichkeit durch, aber so ganz haben wir es irgendwie noch nicht geschafft, dass wirklich Gottes Herrlichkeit durchbrechen kann. Wir leben in einer Zeit, in der wir einfach sehen, dass die Umgebung um uns herum, ja, da wird es irgendwie schon auch schwierig, oder? Ich weiß, die Kraft Gottes ist da, aber so, wir haben es gerade gesehen in den letzten Tagen, die Proklamation der Ehe für alle, die Auflösung der christlichen Werte, die Neufüllung von Worten, all diese Dinge, mit denen haben wir zu tun. Wir lesen Sonntagsumfragen und das Fernsehen hat neue Serien, was glauben die Deutschen? Und darin haben sie eben festgestellt, die Religion spielt für 63% der Deutschen keine oder eine geringe Rolle. Also Orientierungslosigkeit. Eine Zeit, in der der Herr neu eine Decke durchbrechen möchte. Ich glaube das in Tübingen, ich glaube das im Schwabenländle, ich glaube das in Freiburg, ich glaube das überall, wo wir sind. Bei all den Segnungen und wunderbaren Dingen, die wir erleben, aber da ist noch mehr drin, oder? Da ist noch mehr Luft nach oben. Und das Kennzeichen in dieser Zeit ist verborgen, aber es ist da und das ist Antisemitismus und Judenhass. Obwohl wir als Deutsche da ja eine Geschichte haben und wir sehen viel über Aufarbeitung und wir wissen, an der Seite Israel zu stehen, gehört zur deutschen Staatsräson und so weiter und so weiter. Aber wir wissen auch, dass nach dem Zweiten Weltkrieg eine spezielle Geschichte haben. Und das war die Geschichte, wo Väter und Großväter über ihre Schuld geschwiegen haben und Kinder geschwiegen haben, deren Kinder und Enkeln
Therapeuten, Psychologen, Geschichtler nennen die Zeit nach 1945 die Zeit der schweigenden Generation. Die Herzen waren wie eingeschlossen. Und die sprechen auch davon, dass sich das übertragen hat, über Generation zu Generation. Und weisen darauf hin und sagen, dass heute noch viele dieses Problem haben, dass Herzen wie eingeschlossen sind. Da gibt es eine tief verborgene Saat, die in uns irgendwie eingepflanzt ist. Und speziell in unseren Kirchen und Gemeinden. Ihr Lieben, ich bin dann nach Tübingen gegangen, habe dort Theologie studiert, evangelische Theologie. Ich finde es in der Kirche, ich finde es in den Freikirchen, egal welcher Prägung, in charismatischen Gemeinden, überall. Es ist so unsere Prägung. Und die Prägung ist, dass wir uns als Kirchengemeinden in der Kirchengeschichte von den jüdischen Wurzeln gelöst haben. Und dieses Lösen von den Wurzeln, das tragen wir irgendwie immer noch mit uns und ist verborgen. Und dann bricht das raus in Israel-Kritik oder mit Gleichgültigkeit oder Antisemitismus in unserem Land. Das ist ganz erstaunlich, vielleicht kriegen wir das gar nicht so mit. Vor 2 Wochen konntest du in der Zeitung lesen, waren Knesset-Abgeordneter und Holocaust-Überlebende an der Humboldt-Universität, wurden niedergeschrien, wie im Dritten Reich. Ja. Und konnten das nicht weiterführen. Und das stand dann in der Jerusalem Post. Und die Zeitungen wunderten sich, was ist denn da in Deutschland los? Also die Wurzel ist eigentlich Gleichgültigkeit. Nicht so dieses Aggressive, sondern das, was in uns ist. So diese Haltung, ach, jetzt schon wieder Israel. Mensch, was haben die mit Israel zu tun? Ich bin davon überzeugt, dass jede Decke des Schweigens auf Schweigen, jede Decke der Finsternis auf Schweigen aufgebaut ist. Und das hat was mit dem Zeugnis unserer Stadt zu tun. Ich habe darüber über ein Buch geschrieben, aber ich möchte so ein paar Sätze da nochmal sagen, weil das ist das, was mich geprägt hat. Und irgendwo Tübingen und Freiburg, da gibt es auch manche Ähnlichkeiten, denke ich. Auf jeden Fall, als wir nach Tübingen kamen, diese wunderschöne, hübsche Stadt mit den Fachwerkhäusern, der Neckar, der da durchfließt, wir dachten, wow, also es gibt eigentlich keinen besseren Ort. Das ist doch herrlich hier, ist doch schön. Wir wussten aber nicht über die Geschichte unserer Stadt. So als die Universität gegründet wurde, dann wurden Juden 400 Jahre lang vertrieben. Tübingen ist eine ehemalige Nazi-Stadt und war eine intellektuelle Schmiede für Nazis. Da wurden 300 SS-Exekutoren ausgebildet. Sie waren Kriegsverbrecher und verantwortlich für den Tod von 700.000 Juden. Der Bürgermeister war Massenmörder. Und dann in den 20 Jahren, 45 bis 75 bis 80, wurde überhaupt nichts aufgearbeitet. Im Gegenteil, die Bevölkerung war die schweigende Mehrheit. Die Menschen haben zugeschaut. Du sagst, was hat das mit uns zu tun? Das ist doch die Geschichte. Aber weißt du, als wir in die Stadt hineinkamen, da liefen wir wie gegen eine Wand. Da war wie eine Decke der Finsternis über uns. Bis 2004 war es so, dass immer noch Kriegsverbrecher auf einer Tafel der Stiftskirche geehrt worden sind. Es war immer noch so, dass es Nazi-Präparate, dass es in der Uniklinik Präparate gab von Versuchen aus den KZs bis 2004. Wir kamen 1982 in die Stadt und gründeten Gemeinde und was wir erlebten war starker Widerstand und Feindschaft und merkten, es war eine große Kämpfe und wir fingen an zu fasten und zu beten und wir bauten Gemeinde auf, mühsam, Menschen bekehrten sich. Aber ich war dann irgendwann an einem Punkt im Jahr 2000, da fing ich an 40 Tage zu fasten und zu beten und sagte, Herr, so kann ich hier nicht weitermachen, dafür kann ich mein Leben nicht geben hier. Ich sah überall, wo die Kraft Gottes wirksam war, in Erweckungsgebieten, in Argentinien, Lateinamerika, wo wir hingegangen sind, Zeichen und Wunder geschahen und unsere Stadt. Was war mit unserer Stadt? Und in dieser Zeit vom Fasten und Beten, da sprach der Herr, das Schweigen eurer Väter ist in euch. Und wir verstanden das nicht zuerst richtig. Da sagt er, schaut nicht auf die Schuld der Väter und Großväter, das ist in euch. In euren Herzen ist etwas, dieses Schweigen. Und es ist das Schweigen zu euren jüdischen Wurzeln, das Schweigen zu Israel. Und irgendwie der Geist Gottes, der traf uns. Wir fingen an, Buße zu tun. Und ihr Lieben, ich meine nicht einfach so Buße mal, indem man die Schuld bekennt, sondern es war eine Heimsuchung Gottes. Es war ein Tränen. Es war etwas, was zur Geburt kam. Es ging über 2-3 Jahre. Eine Buße, die sich immer wieder erneuerte.
Und es war, als ob ein Vorhang beiseite geschoben wurde. Und dieser Vorhang, das war wie der Anfang der Transformation und Veränderung in unserer Stadt. Das Schweigen der Väter in euch, das war das Schweigen zu unseren Wurzeln, unseren jüdischen Wurzeln unseres Glaubens. Aber gleichzeitig war es aber auch das Schweigen, das wir in uns trugen, weil unsere Väter und Großväter und Urgroßväter, teilweise konnten sie nicht über das sprechen, was sie gesehen haben, teilweise wollten sie es nicht. Wir gehörten zu diesen schweigenden Generationen. Aber wir erlebten Veränderung, als wir anfingen, uns hinzustehen. Wir gingen in unsere Stadt und wir feierten öffentlich Chanukka, so einfach und schlicht, wie wir es konnten. Wir wollten auch nicht so Israel-Freaks sein, aber wir wollten es einfach tun. Und wir fingen an und ich lud jüdisches Leben offiziell ein in unsere Stadt. Und es war, als ob eine Mauer im Himmel zerbrach. Menschen fingen an, sich zu bekehren. Wir bekamen einen neuen Bürgermeister mit jüdischen Wurzeln. Ihr habt ja auch einen grünen Bürgermeister, wir auch, ja. Und wir fingen an, weißt du, vor 8 Jahren bin ich gegen zu Türen gelaufen, die wollten mit dem Sektierer nicht sprechen. Und auf einmal öffneten sich die Türen für ein neues Zentrum, öffneten sich die Türen einfach für das Reich Gottes. Aufarbeitung fand statt. Heute haben wir in der Innenstadt ein Museum und über 1.500 Touristen aus Israel kommen dorthin und sie hören dort unsere Geschichte. Die Geschichte unserer Väter und Vorväter. Wir bitten sie um Vergebung. Sie kommen dorthin, sie setzen ihr Kippa auf, sie singen das Kaddisch und sie sagen, wir kommen nicht mal nach Tübingen, weil es schön ist, sondern wir kommen nach Tübingen, weil wir hier Heimat gefunden haben. Die Säulen der Finsternis sind auf Schweigen aufgebaut. Denn Psalm 32, 8, als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Und ihr Lieben, es gibt 3 Ebenen des Schweigens. Das eine habe ich schon gerade gesagt, das ist das Schweigen der Kirche. Das Schweigen der Gemeinde, das Schweigen der Freikirche. Wenn ich Kirche sage, dann zeige ich nicht auf irgendjemanden, sondern das ist unser kirchengeschichtliches Erbe. Israel ist von Gott verworfen und wir sind jetzt an der Stelle Israels. Aber das stimmt nicht. Wir wissen ja, in der Geschichte hatte sich die Gemeinde, die frühe Gemeinde von dem jüdischen Erbe getrennt und hatten damit die Quelle ihrer Salbung und Autorität verloren. Wir wissen auch, dass der Holocaust nicht einfach die Tat Hitlers war, sondern Hitler brauchte nur bei den Kirchenvätern und bei den Aussagen Martin Luthers nachzuschauen, die du heute immer noch in diesem Pamphlet Mein Kampf finden kannst. Er hat da abgeschrieben. Das war nicht neu, nichts Einmaliges. Das ist Prägung. Das tragen wir irgendwie mit uns rum. Und manchmal eben nur so in dem Stil sagt, ach nee, es ist mir alles zu viel. Immer wieder Israel, ach nee, Geschichte. Ah, Holocaust, ah, lass mich in Ruhe damit. Ich will es nicht mehr hören. Meine Gleichgültigkeit. Wir werden nicht berührt. Das Kennzeichen ist Gleichgültigkeit. Antisemitismus bringt Mitläufer hervor. Und das Problem im Zweiten Weltkrieg und im Dritten Reich, das waren nicht die Täter, sondern das waren die Mitläufer. Eine ganze Generation, die verstrickt war in der Schuld. Die Mitläufer, die gleichgültig zusehen. Die zuschauten. Zuschauten, wie Juden angegriffen wurden, deportiert wurden, niedergeschrien wurden. Und ihr Lieben, ich glaube, es ist die Zeit, in der Gott in den Gemeinden der Nationen die Kraft und die Salbung des jüdischen Erbes wieder entdecken lässt. Ich sehe das, ich sage es nochmal, wenn ich nach Asien schaue, verbunden mit Israel, wenn ich nach Korea schaue, verbunden mit Israel, wenn ich nach China, eine große Bewegung kommt gerade aus China, mit einer ganz engen Freundschaft und Beziehung zu Israel, die großen Gemeinden kommen gerade hin und wir in Deutschland, wir hängen da noch so ein bisschen hinterher. Vielleicht jetzt mit unserem Erbe zu tun. Also das erste eben das Schweigen der Kirche, das zweite eben das Schweigen unserer Familien. Und ich gehe nur ganz kurz drauf ein. Aber ich habe gesagt, es war, als ob eine Decke beiseite geschoben worden wäre bei uns. Weil was wir nicht wussten, ist, dass der Zweite Weltkrieg heute immer noch Auswirkungen hat auf unser Leben. Und wir denken, das gibt's doch nicht. Was? Ich bin mein Urgroßvater war da unterwegs. Was habe ich damit zu tun? Aber Therapeuten und Psychologen entdecken, dass sich Traumata, Ängste, Schweigen und Verschweigen übertragen können von den
Großeltern, auf die Eltern, von den Eltern, auf die Kinder, auf die Generationen. Und Rainer Bonke hat mal was Wunderbares gesagt. Ich liebe Rainer Bonke. Und er hat gesagt, nur was wir aufdecken, kann das Blut Jesu zudecken. Oh, Halleluja, danke für dieses wunderbare Wort. Nur was wir aufdecken, kann das Blut Jesu zudecken. Und so entdecken wir das und merken, wir müssen das aussprechen. Wir sind als Deutsche die Weltmeister darin zu relativieren. Gerade wenn es in unserer Familiengeschichte geht. Wir wollen ja keine Nestbeschmutzer sein, aber das stimmt nicht. Der größte seelsorgerliche Schlüssel, ihr Lieben, nach 30 Jahren Seelsorge, ist, die Familienwahrheit zu entdecken und das Schweigen über die Schuld und Traumata der Familie auszusprechen. Und dann kommt die dritte Ebene, das ist unser persönliches Schweigen. Oft sind verdrängte Erinnerungen bis heute für zahlreiche Probleme in unseren Familien verantwortlich. Ja, wie ich es gesagt habe, die Geister der Vergangenheit, die pflanzen sich fort und belasten noch heute die Generation der Kinder und Enkel. Und da heraus kommt Verunsicherung oder das Leben in ständiger Verdammnis. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber einer der Dauerbrennerprobleme in der Seelsorge, in der Gemeinde Jesu, dass Menschen immer wieder kommen und sagen, ich fühle mich verdammt, ich fühle mich so, als ob ein Makel an mir wäre. Und oft verstehen sie nicht, dass das gar nicht mit ihnen selbst zu tun hat, mit ihrer eigenen Biografie, sondern da ist ja etwas, was sie von Eltern und Voreltern geerbt haben. Unser persönliches Schweigen, das ist unsere Gleichgültigkeit gegenüber unserem jüdischen Erbe und gegenüber Israel. Also Schweigen, ihr Lieben, tötet. Schweigen tötet. Das Schweigen gegenüber Gott ist, dann ist die Beziehung eingeschlafen. Schweigen in der Ehe, dann ist die Ehe nicht gesund. Schweigen in der Familie, Schweigen tötet, auch in der Gemeinde. Wenn man nicht mehr miteinander redet, dann ist das Leben entwichen. Und ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass wir nur Wachstum, Vollmacht und Autorität in dieser Zeit erleben werden, wenn wir es lernen, auf jeder Ebene die Decke des Schweigens zu zerbrechen. Und das passierte bei uns. Was ganz Erstaunliches passiert nach dieser Buße. Das ist die Geschichte vom Marsch des Lebens. Du hast die Ergebnisse eben gerade dort in diesem Clip gesehen. Es waren ganz kleine Anfänge. Im Jahr 2007, da hatten wir das Empfinden, wir sollten auf der Route von Todesmärschen, ihr wisst, die Todesmärsche, die hat es gegeben zum Ende des Zweiten Weltkriegs, da wurden die ganzen KZs aufgelöst und Hunderttausende irrten auf den Straßen rum, wurden erschossen, starben entkräftet. Das Blut, das schrie zum Himmel. Und genauso gab es auch KZs um Tübingen herum. Und wir sagten, wir wollen auf dieser Route der Todesmärsche gehen. Propheten kamen zu uns und sagten, ihr müsst ja was machen, das Blut schreit zum Himmel. Und wir müssten da beten und wir gingen. Kleiner Anfang, es waren nur 300 Leute. Holocaust-Überlebende waren mit dabei. Nachfahren der Holocaust-Überlebende. Und wir taten eigentlich nichts anderes. Wir baten um Vergebung, wir versöhnten uns. Wir gingen entlang und Gottes Herrlichkeit war in einer Weise um uns herum, wie wir es bis dahin noch nicht erlebt hatten. Es stand in den Zeitungen drin, in der Jerusalem Post, in der New York Times. Und wir dachten, was passiert denn hier? Aus dieser kleinen Anfang mit 300 Teilnehmern wuchs innerhalb von 10 Jahren eine Bewegung. Wir waren in 370 Städten bis jetzt, in 19 Nationen, mehr als 40.000 auf der Straße, Millionen, die berührt wurden davon. Es wuchs aus Tübingen heraus, dann nach Polen hinein, in die Ukraine. Es ging nach Amerika, es ging nach Lateinamerika. Und wir schauten nur zu, wir haben das gar nicht organisiert. Wir sahen nur, überall passierte das Gleiche. Es war irgendwie, als ob der Heilige Geist hineinblies in dieses gemeinsame Bekenntnis. An die Vergangenheit zu erinnern, zu versöhnen untereinander und ein Zeichen zu setzen für Israel. Und dann wurden wir eingeladen in die Knesset mit unserer Tanzgruppe und mit unserer Musikgruppe, was noch nie passierte. Und dort wurden Awards, Anerkennung überreicht für die Arbeit mit Holocaust-Überlebenden. Und die jüdischen Gemeinden öffneten sich überall und wir merkten, wir konnten mit unseren Geschichten ihr Herz erreichen. Wir bauten Vertrauen auf und sie stellten sich hinter uns. World Jewish Congress, Simon Wiesenthal Center, Verbände von Holocaust-Überlebenden, Politiker. Und wir sahen einfach nur zu. Ihr Lieben, was ich sagen möchte ist, aus der Zerbrochenheit wurde eine Bewegung geboren.
Aus einer Zerbrochenheit in Buße wurde etwas Neues geboren. Und ich glaube, das hat sich bis heute nicht geändert. Ich möchte zwei Worte lesen, Micha 4, Vers 2. Da steht, viele Nationen machen sich auf den Weg und sie sagen, komm, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Komm, lasst uns ziehen zum Berg des Herrn. Wir kennen dieses Wort, oder? Und dann, einige Verse später steht, zur selben Zeit, spricht der Herr, will ich die Lahmen sammeln und die Verstoßenen zusammenbringen. Ich will die Lahmen als Rest übrig lassen und die Verstoßenen zum mächtigen Volk machen. Und der Herr wird König sein auf dem Berg Zion von nun an bis in Ewigkeit. Lieben, es gibt eine besondere Zeit, in der sich die Nationen wieder Israel zuwenden. Und diese Zeit, die wird hier in Micha prophetisch beschrieben. Es ist eine Zeit, in der wie durch ein Wunder die Nationen anfangen, wieder auf Israel zu schauen, in einer ganz anderen Weise. Und ich glaube, dass wir in dieser Zeit gerade sind. Schau mal, es gibt so viel Lehre über Israel. So viele Konferenzen, so viele globale Strategien für Wachstum und für Erweckung. Es gibt so viel Bibellehre, so viele Predigten. Seit 30 Jahren beschäftigen wir uns, oder ich mich persönlich, mit Erweckung, leben das, tanzen das, träumen davon. Es gibt so viele Dinge. Eins ist besser um das andere, aber das können wir alles nicht bieten. Mit dem Marsch des Lebens können wir das nicht bieten. Irgendwann mal, ich weiß nicht, wie es euch geht, habe ich gedacht, nee. Es muss irgendwie anders sein. Und da stand hier Folgendes. Es kommt eine Zeit, in der der Herr König sein wird, nicht über die Starken, nicht über die Klugen, nicht über die Erfolgreichen, sondern er wird König sein über die Lahmen, Verstoßenen und Zerbrochenen. Er wird die Lahmen zusammenbringen, die Verstoßenen zu einem großen Volk machen. Der Herr wird König sein über sie auf dem Berg Zion. Was für ein merkwürdiges Volk. Die Zerbrochenen, die Lahmen, die Fertigen, die Kaputten. Ich habe in Israel einen wunderbaren Freund kennengelernt. Er ist ein ehemaliger General, General Dorn Almok heißt er. Er war Kommandeur des Entebbe-Einsatzes in Uganda. Vielleicht die Älteren von euch, die erinnern sich. Da wurde eine Maschine entführt mit Israelis und die stand dann dort und die Israelis sind reingeflogen und haben die Geiseln befreit. Das war er. Er war der Kommandeur. Und dann baute er das größte und modernste Dorf für Behinderte in Israel auf, weil sein Sohn selber behindert war. Und er sagte Folgendes, die Stärke einer Gesellschaft misst sich daran, wie sie mit Verstoßenen und Zerbrochenen umgeht. Das sagt er in Israel. Und ich glaube, dass auch das Reich Gottes misst sich daran, wie sie mit Verstoßenen und Zerbrochenen umgehen. Gott misst uns daran, wie wir mit ihnen umgehen. Aus Zerbrochenheit wird Gottes Herz sichtbar. Das ist die Quelle der größten Vollmacht. Aus dem Kleinsten sollen 1000 werden. Herr, da bin ich dabei. Und seine Herrlichkeit wird sichtbar. Aus dem Geringsten ein mächtiges Volk. Ich, der Herr, will es eilends ausrichten. Ihr Lieben, der Marsch des Lebens wurde aus Zerbrochenheit und Buße geboren. Und irgendwie haben wir gesehen, da liegt eine unglaubliche Quelle von Kraft und Vollmacht. Und so gehen wir gerade in eine Nation und wir rufen aus dem Land der unverdienten Gnade. Das sind wir ja, Deutsche mit unserer Geschichte, Holocaust-Geschichte, vergeben, ohne Scham, aber in dem Bewusstsein, dass diese Geschichte ein Teil von uns ist. Und deswegen nenne ich uns ein Volk und ein Land der unverdienten Gnade, rufen wir Yom HaShoah, jede Stadt, in jedem Land ein Zeichen der Freundschaft zu setzen, überall Märsche des Lebens durchzuführen. Und so war das in diesem Jahr, was ihr hier gesehen habt. Basel, Belfast, Berlin, Bogota alleine sind 1000 auf die Straße gegangen mit den größten Gemeinden. Cäsar war auch mit dabei. Jetzt gehen wir nächste Woche nach Paris. Zum ersten Mal werden wir in Paris mit dem israelischen Botschafter, es wird sogar ein Imam mit dabei sein, der Israel zugewandt ist, werden einen großen Marsch des Lebens haben und sie aus ganz Paris ziehen, die Gemeinden. Aber ihr Lieben, ich bin davon überzeugt,
Im nächsten Jahr, 2018, haben wir ein besonderes Jahr. Weil irgendwie hat Gott die Geschichte Israels mit den Geschichten der Nationen verknüpft, weil ich habe gesehen, das ist wunderbar, dass ihr nach Israel geht, dass ihr Gruppen macht. Ich habe mich gefreut, euch zu treffen, weil das ist für mich ein Zeichen. Gott verknüpft da irgendetwas zusammen. Wir gehen nicht nur aus Israel, weil es so schön ist, und es ist ja auch schön dort. Oder weil wir die Bibel mehr entdecken können. Auch das können wir tun, aber das ist es noch nicht. Vor 50 Jahren, das war 1967, war ein besonderes Jahr, da wurde Jerusalem wiedervereinigt. Und irgendwie merkwürdig, oder, dass zur gleichen Zeit die Jesus-People-Bewegung ausbrach. Wie durch ein Wunder in Amerika, auf einmal die Freaks, die Drogenabhängigen, die Kommunen, die Bands wurden getauft und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und du siehst dann Tausende aus den Stränden von Kalifornien, die sich taufen lassen. Die ganze messianische Bewegung ist da herausgeboren. Pastoren, die heute große Gemeinden haben, wurden beeinflusst. Es war eine der letzten Erweckungen, die wir in diesem Maß gesehen haben. Irgendwie gehört das zusammen. 1948 wurde Israel gegründet. Es ist 70 Jahre Staatengründung. Und lieben, 70 Jahre ist immer die Zahl der Vollendung. Und viele Propheten sagen Folgendes: 2017, da wird etwas zu Ende gebracht, und 2018 ist wie, als ob ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. 70 Jahre. Nächstes Jahr feiert Israel 70 Jahre Geburtstag, und zwar am 14. 15. Mai 2018. Und ich glaube, dass Gott ein neues Segenskapitel aufschlagen will. Vor 2 Jahren sagte der Herr zu mir: Jobst, was wäre, wenn ihr zum 70. Jahrestag aus allen Nationen einladen würden, alle Nationen, und nennt es den Marsch der Nationen, die zu Jerusalem laufen. Und ich sprach mit unseren Freunden in Israel, Jürgen Bühler von ICEJ, Tom Hess, Benjamin Berger, Politiker, Israelis, und sie sagten: Ja, wir glauben, das ist richtig, das ist von Gott, wir öffnen die Türen. Und sie sagten, erwarte noch mehr, erwarte, dass Tausende kommen. Nochmal, Jesaja 2 und Micha 4 sagen, es ist die Zeit, in der der Herr die Lahmen und Verstoßenen zu einem großen Volk machen wird. Und wer wird kommen? Wer sind die Lahmen und die Verstoßenen? Naja, das Erste ist, es ist die Begnadigung des zerschlagenen Volkes Israels. Die nach ihrer Vertreibung 70 nach Christus, nach mehr als 2000 Jahren, 1948 in ihr Land zurückgekommen sind. Ihr Lieben, das war eine historische Zäsur, diese Staatengründung, ein Wunder. Und Gott ist ein Gott der Wunder und in der Geschichte. Die Lahmen verstoßen, das sind die Holocaust-Überlebenden, die zurückkamen überall aus den Lagern und die selber Israel wieder mit aufgebaut haben. Und auf ihren Schultern wurde dann am 14., 15. Mai 1948 Israel erweckt und kam zu neuem Leben. Es gibt in Israel einen Satz, und damit komme ich langsam zum Ende meiner Predigt. Dieser Satz ist sehr bekannt, der heißt Mishoa Littekuma. Übersetzt: von der Shoah zu neuem Leben. Eigentlich heißt es, von der Shoah kann man genauso übersetzen, zur Erweckung. Die Israelis, die übersetzen das so: von der Shoah zu neuem Leben, von der Shoah zur Auferstehung, von der Shoah zur Erweckung. Und ich dachte, wow, das ist doch das, was du tun möchtest, Gott. Ich könnte es auch so nennen: aus der Zerbrochenheit zu neuem Leben. Da, wo Asche gewesen ist, zieht der Herr Freudenkleider an. Wer sind die Lahmen und die Verstoßenen? Ihr Lieben, ich glaube, es ist die Zeit, in der in diesem besonderen Datum, 70 Jahre nach Christus, 70 Jahre nach Staatengründung Israels, in dieser besonderen Zeit, der Herr ein neues Segenskapitel aufschlagen will und von der Shoah Erweckung geben will. Und zwar nicht nur für Israel, neues Leben, nicht nur für Israel, sondern für die Nationen. Wer sind die Lahmen und Verstoßenen?
Ist es nicht merkwürdig, dass ausgerechnet die Nachfahren von Nazitätern die Nationen rufen, zum Marsch der Nationen zu kommen? Ich erzählte das in Jerusalem und überall, da kam wie eine Heiligkeit. Was für ein Vorrecht, dass wir das tun können. Was passiert, wenn die Nationen sich Israel zuwenden und öffentlich segnen? Und zusammen mit Israelis, Holocaust-Überlebenden, Behinderten und Soldaten Israel segnen. Was passiert dann mit unserem Land, mit unserer Stadt? Ich glaube, dass Gott den Himmel neu öffnen wird über unsere Nation. Das neue Jahr neu öffnen wird über unsere Nation. Und so erwarten wir Tausende zu dem Marsch der Nationen. Wir hören das überall, wir haben uns zusammengebunden, wir sächsischen Israel-Freunde, ICEJ sind mit uns verbunden, hier in Deutschland Israel-Werke, eben EZ-Werk ist mit uns verbunden. Und genauso hören wir es in Amerika, bereiten sie schon vor, dass sie hinkommen werden, in der Schweiz, in Österreich, genauso in Lateinamerika. Und wir glauben, dass der Herr ein mächtiges Zeichen setzen wird, speziell zu diesem Zeitpunkt, am 13., 14., von 13. bis zum 15., da haben wir in Jerusalem eine große Halle gemietet, das Jerusalem Convention Center, und da passen 3.000 Leute rein. Und dann gehen wir zum Gan, zum Sacherpark, direkt an der Knesset. Und dort erwarten wir Tausende von Menschen, die aus Israel mit dazukommen werden. Und wir werden von dort aus, von der Knesset über die Altstadt zum Berg Zion, um den Berg Zion herum haben und dann dort im Sultanspool direkt an der Mauer die Abschlussveranstaltung, passen 6.000 Leute rein. Wir werden den Herrn anbeten, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ihn ehren und erheben, diesen wunderbaren Herrn, und gemeinsam ein Zeichen setzen und proklamieren: Es ist die Zeit für ein neues Kapitel über unsere Nation. Und ich möchte dabei sein, ihr Lieben. Ich möchte dabei sein. Ja. Ihr Lieben, ich möchte zum Abschluss der Predigt eine Geschichte erzählen, da möchte ich für dich beten. Bei unserem zweiten Marsch des Lebens, den machten wir in den neuen Bundesländern, von der Gedenkstätte Sachsenhausen und Buchenwald, von der Gedenkstätte Buchenwald. Und das war ein großes, großes Bild, und dort war Elie Wiesel abgebildet und viele andere. Und das waren die, befreit wurden aus dem KZ. Vielleicht kennst du dieses Bild. Die liegen da in ihrem Pritschen und schauen da raus. Und einer, der da herausschaute und der befreit wurde, das war ein 16-jähriger Junge, der hieß Paul Egewitsch. Ich kannte ihn damals noch nicht. Ich ging im gleichen Jahr nach Chicago, predigte dort in einer messianischen Gemeinde. Und Paul Egewitsch kam mir entgegen, inzwischen älterer Herr, sehr freundlich. Und ich kam hin und wollte mit ihm sprechen, und oft erlebe ich es, dass Holocaust-Überlebende natürlich all den Schmerz, all den Hass, all das noch in sich trugen. Und er kam mit einem breiten Deutsch, ich weiß nicht, was für ein Dialekt das war, ich glaube Berliner Dialekt, kam auf mich zu, nahm mich in den Arm und sagte: Wie schön, du kommst aus Deutschland. Und ich fragte ihn: Was ist mit dir passiert? Du müsstest doch uns hassen. Er sagte: Ja, meine Geschichte war so. Wir wurden befreit, aber vorher mussten wir auf diesen Todesmarsch gehen, und wir wurden alle auf die Straßen getrieben. Es war der härteste deutsche Winter, und wir gingen dann durch die Wälder hindurch, um uns die SS-Leute, und ich rutschte irgendwie ab und ich fiel in einen Fluss, und der war eiskalt, und ich wusste, ich muss jetzt erfrieren. Er sagte, mir war klar, das war mein Todesurteil. Da kam ein SS-Mann auf mich zu, und dieser SS-Mann, der nahm mich beiseite in einen Wald hinein, und ich dachte, er wird mich jetzt erschießen. Und dieser SS-Mann, der hatte einen Ledermantel an, und er riss seine ganzen Abzeichen ab und alles, was er hatte. Und dann zog er seinen Mantel aus, seinen Pullover, und er umhüllte Paul Egewitsch mit seinem Mantel, mit seinem Pullover. Und sagte, und er rettete mir das Leben. Für mich ist das ein Bild für das, was Gott aus seiner Gnade heraus macht. Egal wie zerbrochen wir sind, egal wie unsere Vergangenheit ist, wenn sie blutrot ist, wäscht das Blut Jesu es weiß wie Schnee. Egal welches Schweigen wir in uns tragen, Gott hat eine höhere Berufung für uns. Und diese Berufung ist, anderen Zerbrochenen diesen Mantel umzulegen, seiner Mantel, seiner Barmherzigkeit,
und am Mantel seiner Liebe. Und ihr Lieben, ich möchte gerne für dich beten, weil Gott hat dir diese kostbare Berufung gegeben. Und diese Berufung, die hängt eben auch damit zusammen, dass wir unser Schweigen brechen. Die hängt damit zusammen, dass wir Israel segnen. Dass wir Ja sagen zu ihm. Und dass du Ja sagst zu Jesus. Weil Jesus ist die Quelle der Gnade. Jesus ist die Quelle, weil er war der Allerverachtendste. Und er ist doch ans Kreuz gegangen, um alle Zerbrochenheit auf sich zu nehmen. Und du kannst zu ihm hinkommen. Er hat alle Schuld und Sünde und Schmerz auf sich genommen. Und als er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er schrie, es ist vollbracht, da hat er das Schweigen und die Finsternis durchbrochen. Er hat das Schweigen ans Kreuz genommen.